Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksachennummer 18/19/2951 ist kaum mehr als alter Wein in neuen Schläuchen. Unter dem Schalmeiklang allem Wohl, keinem Wehe soll die Axt an eines der erfolgreichsten und leistungsstärksten Gesundheitssysteme dieser Welt angelegt werden. Und da zufällig gerade Wahlkampfzeiten sind, war am Antrag der Grünen mit dem Ziel der Zerschlagung des erfolgreichsten Systems auch leider keine Zeit, die schädlichen Nebenwirkungen der grünen Anti-PKV-Pille anzugeben. Und diese wären erheblich. Der Antrag, der in seinem Wording gezielt auf die Ausstrahlung sogenannter sozialen Wärme abzielt, erübrigt nicht eine Silbe an die Adresse der Direktverlierer des grünen Vorhabens, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Versicherungsbranche. Wenn Sie nach dem Böckler-Institut gehen, haben nicht wir beauftragt, ist nicht unser Institut, ist eher auf der linken Seite des Hauses beheimatet, 51.000 nicht kompensierbare direkte Arbeitsplatzverluste in der privaten Versicherungsbranche. 51.000. Kein Wort von Ihnen dazu. Nicht ein Wort, ja, ich finde es bemerkenswert, nicht ein Wort auch dazu, dass rund 300.000 Arbeitsplätze in den angrenzenden Bereichen zu dieser Versicherungsbranche gefährdet sind. Keinen Ton. Und ich finde das schon erstaunlich, wenn Sie von Zweiklassenmedizin reden. Sie haben offensichtlich ein Zweiklassenverständnis, wenn es um Arbeitsplätze geht. Als es um die 15.000 Arbeitsplätze bei Tengelmann ging, konnte Herr Gabriel laut OLG Düsseldorf das Wirtschaftsrecht unter Ihrem Beifall mitbiegen. Wenn es um 51.000 Arbeitsplätze in der privaten Versicherungsbranche geht, dann erwähnen Sie es nicht mal. Nein, Sie betreiben es sogar direkt und fühlen sich dabei auch noch gut. Das müssen Sie vor sich selbst rechtfertigen. Die Koalition habe durch ihre Politik in dieser Legislaturperiode, so darf ich Ihren Antrag zitieren, im Gesundheitssektor erhebliche Kostensteigerungen ausgelöst und durch die Existenz der Zusatzbeiträge die soziale Spaltung verschärft. Zitat Ende. Kollege Stritzel, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Kleinschmidt? Aber jederzeit doch. Ich danke für die Gelegenheit, Ihnen eine Frage zu stellen. Gerne. Haben Sie unserem Konzept entnommen, dass ja auch die private Krankenversicherung eingeladen ist, die Bürgerversicherung anzubieten? Und dann würde sie nicht nur Rechnungen abrechnen und Risiken berechnen, sondern sie könnte mit dafür sorgen, dass Versorgung gestaltet wird vor Ort. Das tut sie im Übrigen in kleinen Anteilen ja sogar schon im Bereich der Pflegeversicherung. Sie übt dieses Feld schon. Und man kann deutlich sehen, das hat Zukunft, das ist in Zukunft gefragt. Während die Digitalisierung wird viele der anderen Aufgaben, die wir heute in der privaten Krankenversicherung haben, sowieso digital ersetzen. Und da wird man insgesamt einen Wandel im Bereich der Arbeitsfelder haben. Von daher bieten wir doch gerade auch der privaten Krankenversicherung eine ganz konkrete Perspektive. Man hat im Übrigen sehen können, dass so etwas Ähnliches in den Niederlanden ja vonstatten gegangen ist und durchaus geklappt hat. Ich bedanke mich für Ihren Hinweis, Frau Kleinschmeig, dass wir einig sind, dass auch Sie jetzt zugestehen, dass durch Ihren Antrag erheblich Arbeitsplätze bei der PKV abgebaut werden. Das ist ja genau das, was ich befürchtet habe. Und dass Sie das auch mal zugeben, finde ich ja gut. Na ja, Sie sagen dazu ja nichts in Ihrem Antrag. Das ist ja das ganz Entscheidende. Das ist ja das ganz Entscheidende, dass Sie dazu in Ihrem Antrag überhaupt kein Wort verlieren. Und da finde ich, darauf sollte man hinweisen. Wenn wir da jetzt die Einigkeit gefunden haben, ist das ja schon sehr schön. Richtig ist ferner, Sie wollen doch mit Ihrem Antrag, liebe Frau, wollen Sie doch die Bürgerversicherung einführen. Dann müssen Sie die PKV abschaffen. Das ist das, was Sie wollen. Sie wollen es noch nicht mehr so deutlich. Sie wollen es nicht mehr so deutlich sagen. Sie wollen das Geschäftsmodell der PKV mittelfristig zerstören. Aber Sie wollen es jetzt im Wahlkampf so deutlich nicht sagen. Sie wollen gern durch die Hintertür ins Haus. Aber Sie glauben nicht, dass wir Sie damit durchlassen. Kommen wir noch mal zu Ihrem Zitat. Gesundheitssektor. Wir hätten die Gesundheitskosten erheblich gesteigert.
und auf der anderen Seite soziale Spaltung verschärft. Richtig ist, dass die Koalition unter Leitung von Gesundheitsminister Rühe enorm viel geleistet hat. Das hat er wirklich gemacht. Und die Qualität in unserem Gesundheitswesen ist gestiegen. Dies mögen Sie jetzt kritisieren, aber als es hier um die konkreten Maßnahmen im Einzelnen ging, war es doch Ihnen gerade immer nicht genug, durfte es doch eigentlich immer noch ein bisschen mehr sein. Jetzt ist es so, Kollege, und das werden wir zur Kenntnis nehmen, Kollege, dass Sie... Schnitzel, ja? Ich habe die Uhr angehalten und gerne. Frage Sie, ob Sie gerne. Eine Frage oder Bemerkung jawohl, der Kollegin Scharfenberg bitte. Zulassen. Auch das. Genau. Diese Redezeit verlängere ich gerne, denn bitte, ja, das spricht für sich selbst, was wir hier hören. Also die Antwort hat mich jetzt nicht wirklich zufriedengestellt, denn die Frage, die meine Kollegin gestellt hat, wurde ja de facto nicht beantwortet. Sie haben nur mal darauf bestanden, dass mit unserem Antrag quasi Arbeitsplätze beseitigt würden und wir die private Krankenversicherung eliminieren wollen. Mich würde interessieren, wenn Sie unseren Antrag gelesen haben, an welcher Stelle Sie das gelesen haben. Das würde ich doch gerne wissen, weil die Kollegin hat ja sehr eindeutig gesagt, dass wir die private Krankenversicherung einladen, sich an diesem Modell zu beteiligen, im Grunde genommen ihnen neue Geschäftsmodelle bieten in Zeiten der Digitalisierung und sich auch ganz aktiv am Gesundheitswesen zu beteiligen. Da würde mich jetzt doch mal interessieren, wo genau Sie das herausgelesen haben, dass wir die private Krankenversicherung eliminieren wollen, und würde Sie auch noch mal herzlich auffordern, die Frage meiner Kollegin zu beantworten. Also, wenn ich Ihnen mit Herrn Montgomery antworten darf, dem Ärztepräsident der Bundesärztekammer, er hat gesagt, bei dem einheitlichen EBM, den Sie einführen wollen, einheitlichen Einrechtsabrechnungsmaßstab, sagt er selber, das ist die Einführung der Bürgerversicherung, die Abschaffung der PKV durch die Hintertür oder wie er sagt als Berliner, Nachtigall, ich hör dir trapsen. Und genau das ist die Situation. Sie wollen den Einstieg in die Abschaffung der PKV. Wir wollen ihn nicht, weil wir zur Dualität des Systems stehen. Und diese Dualität hat uns im Gesundheitssystem nach vorne gebracht und nicht nach hinten. Diesen Fortschritt wollen wir sichern für die Versicherten und die Patienten. Und deswegen wehren wir uns dagegen, dass Sie die Dualität aufheben wollen. Und das ist der Sinn Ihres Antrags, können Sie ja ruhig sagen. Und deswegen sind wir da auch unterschiedlicher Meinung in der Sache. Ich habe es nicht nur gelesen, ich habe es sogar verstanden. Also nochmal zur Frage, wie sieht es aus um die Finanzen der GKV? Weil das ist ja auch ein Grund, den Sie sagen, dass das alles nicht leistbar sei, was die Große Koalition beschlossen hat und eingeführt hat. Aber auch dazu sagen Sie nichts. 16,7 Milliarden Euro sind auf dem Rücklagenkonto der GKV. Tja, 16,7 Milliarden Euro. Und das ist, nennen Sie, soziale Spaltung. 1,4 Millionen Menschen mehr im Arbeitsmarkt in Deutschland. Das nennen Sie soziale Spaltung. Reallohnwachstum 2014 bis 2016 mit steigender Tendenz in 2017 von 6%. Das nennen Sie soziale Spaltung. Die Interessen steuern offensichtlich Ihre Wahrnehmung, aber die Realität ist eine andere. Besser wird es auch nicht mit Ihrem Vorhalt der sogenannten Zweiklassenmedizin. Sie wissen ganz genau, dass bei der Versorgung mit medizinisch notwendigen Maßnahmen eine Zweiklassenmedizin in Deutschland nicht existiert. Und das, was die Frage der Wartezeitenargumentation angeht, Wir haben als Große Koalition, melden Sie sich, Sie haben Ihren Finger, die Große Koalition haben wir das Servicestellenangebot eingerichtet. Es wird ja kaum in Anspruch genommen, Punkt 1. Auch das darf man ja mal erwähnen. Und Punkt 2, wenn Sie in die Statistik der europäischen Vergleichsdaten reingucken, dann sehen Sie, dass das duale System die kürzesten Wartezeiten im Gesamtvergleich hat und dass die Einheitssysteme, die Sie anschreien, schlechter stehen als das, was Sie uns hier vorspiegeln. Also Ihr Weg ist auch diesbezüglich kein Weg nach vorne, sondern ein Weg zurück. Die grüne Quadratur des Kreises wäre für mich die vierte Bemerkung. Mehr Versicherte im GKV-System, das wollen Sie ja gerne. Sie verschweigen, dass dann mehr beitragsfreie Mitversicherte im Familienbereich dann mitkämen. Sie wollen mehr Leistungen für alle und gleichzeitig mehr Beitragsstabilität. Das Versprechen können Sie nur halten, wenn Sie das Leistungsniveau absenken. Und das ist genau das, was auch die Vorsitzende der GKV heute ja auch schon sagt.
indem sie sagt, gäbe es die Dualität, den Wettbewerb mit der privaten Krankenversicherung nicht, wäre wahrscheinlich das Leistungsniveau in der GKV heute schon niedriger. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen ein möglichst hohes Leistungsniveau für die Versicherten, für die Patientinnen und Patienten. Und da lassen wir auch nicht locker. Eine weitere Fehlannahme Ihrerseits ist, dass die PKV die Versicherung der Reichen ist. Auch das stimmt ja nicht. 20% liegen oberhalb der ersten Messungsgrenze. Insofern, auch das ist nicht der Punkt. Kollege, müssen Sie aber bitte auf die Zeit achten. Wir hatten vorhin gerne Ihre Uhr angehalten. Das heißt, die Kollegen haben Ihnen gut die Verdoppelung der Redezeit schon ermöglicht. Und lassen Sie mich ein Letztes sagen. Wir sind auch nicht für die Einführung eines grünen Solis. Sie wollen nicht nur Arbeitseinkommen, Sie wollen Mieteinkommen, Dividenden, alles das wollen Sie in Zukunft, alles das wollen Sie in Zukunft nicht nur versteuern, das machen wir heute schon, Sie wollen es zusätzlich verbeitragen. Und damit machen Sie diese Form der Kapitaldeckung für die Menschen, auch in Form auf die Altersvorsorge, für die jungen Leute, immer unattraktiver. Anstatt wir einen Weg gemeinsam suchen, wie wir junge Leute im System halten können, wie wir Altersvorsorge bei einer ändernden Demografie Sie können gern weiterreden, Kollege, aber dann komme ich in Verhandlungen mit Ihren Kollegen aus der Fraktion, was die Redezeit betrifft und die Anrechnung. Okay, also im Ergebnis ist Ihr Weg kein Weg in die Zukunft, sondern ein Weg in die Vergangenheit. Wir bleiben bei unserem leistungsfähigen System. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Sabine Zimmermann für die Fraktion Die Linke.